Guten Abend! Meine lieben Hip-Hop-Freunde. Ja, wie vorher schon gesagt, machen wir jetzt ein krasses Interview. Ganz genau. Mit dem? Natürlich One Fucking Mio, der nie schläft. MC Cold Red haben wir auch schon auf meinem Kanal gesehen, die letzten zwei Tracks sind auf jeden Fall. Ich würde einfach mal kurz und bündig sagen, der King von Glorious, oder? Ja, das. So, kommen wir mal zur ersten Frage. Ja. Was? Also, du weißt, Bruder. Ich weiß ja, wir kennen das ja jetzt schon relativ lang. Nein, ich muss ja auch gar nicht lang rumreden. Ich sage euch, also, was bedeutet Musik für dich? Also, ganz konkret jetzt Hip-Hop. Gut, das wäre schon mal. Ich würde sagen, das ist jetzt. Das sagt natürlich alles aus. Zweite Frage! Also, hey, okay, Musik. Nein, Mami. Darf ich jetzt? Also, Musik. Ja, noch einmal von Chess. Musik bedeutet für mich gar nichts. Ich mache Musik, also jetzt mal Rüttag. Viele sagen ja so. Ja, haben mich gehatet und alles und dies, das. Aber im Endeffekt mache ich Musik nur zum Spass. Viele sagen, ah, du erwähnst doch nichts mit Musik. Aber ich mache es nur zum Spass. Reiner Spass. Ich habe auch kein Ziel in der Musik. Ich mache es nur, weil ich Bock habe. Also gut, also kein Ziel in der Musik, da muss ich jetzt ein bisschen näher drauf eingehen. Ja, mir hat schon Ziel, aber ich mache es nur zum Spass. Nein, 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 da wären wir jetzt ganz klar, da wären wir schon bei der zweiten Frage. Gut, was für Ziel? Was Musik? Ich merke, also wir merken ja alle so, die Fans, wir fühlen das, oder? Also was, wie gesagt, deine Ziele jetzt? Nächstens noch ein paar Videos, oder wie sieht das aus? Also der nächste Track, der rauskommt, ne, wird ficken. Jetzt sind ein bisschen Sachen rausgekommen. Und ich weiss, jetzt ist ein Pause um mich, aber das nächste, was rauskommt, vielleicht kommt mal noch etwas Softes, aber dann das nächste Video, das rauskommt, das wird durch Flash, ja. Das wird. Genau, da möchte ich schon jetzt auf das nächste Thema drauf eingehen. Kurz so. Also, du hast ja, man hört immer wieder ein bisschen mehr von dem Cold Red, oder? Also, wer ist das genau? Kannst du mir ein bisschen mehr von dem erzählen? Also, Cold Red, das ist ein ehemaliger Rapper, der in Verlogenheit geraten ist. Aber interessant, ja. Ich habe gehört, er kommt wieder zurück. Vielleicht. Man weiß es nicht, ich kann nichts versprechen, vielleicht kommt er auch nicht zurück. Aber wir haben so wieder mal vereinzelt ein paar Sachen auf YouTube gehört, jetzt hat Cold Red war mir. Wie sieht das jetzt aus? Also, was? Nein, da muss ja auch ein bisschen mehr dahinter sein, oder? Gut, da wären wir, das hätte ich nur sagen, Jungs. Sind wir ja eigentlich auf dem News-Kanal? Oder Interview? Ja, das wird jetzt auf weltweit ausgestrahlt. Nächste Frage, ich kann mich dazu nicht aussuchen. Gut, das ist kein Problem, also. Gehen wir weiter. Jetzt kommt auch schon die letzte Frage. Das ist aber ein kurzes Interview. Musst du... Ja, das ist ein festes Interview, oder? Nein, das ist das Richtige. Das ist das Richtige, hast du nicht. Aha, gut, dann können wir das natürlich gut. Das ist jetzt Test. Also, der Van Mio, er sagt natürlich, wenn er sagt, es ist so, dann ist es so. Test Interview, dann ist es als Test. Nein, nein, das ist richtig. Es ist jetzt, wie gesagt, fertig. Also. Es, wie gesagt, kommt jetzt nochmal ein neues Videoclip auch mit dem Cold Red. Wie sieht das aus? Irgendwann, wenn sich der Cold Red anstrengt. Ja. Anstrengend, okay, also wie, also anstrengend, das muss jetzt ein bisschen. Das muss jetzt ein bisschen genauer. Das musst du genauer beschreiben. Also, was meinst du jetzt mit dem Anstrengung? Also, ich meine, Magic Kid ist ja ein krasser Rapper und alles, aber das heisst, er macht zu wenig. Oder wie ist denn jetzt das? Oder wann mir? Oder wie. Verstehst du, wie ist denn das? Oder? Mein Motto ist ja, wir gehen Mein Motto ist ja, wir gehen nicht, wir machen. Fuck it, das und alles lappen.
Da gehen wir, ich will gar nicht gross schwätzen, ich will gar nicht grosses sagen. Du hast gar nicht drauf, ganz so viel eingehen. Dann wollte ich fragen, wie läuft es eigentlich mit der, wie sieht es familiär aus? Die unterstützen dich oder finden die das cool? Oder haben die den, oder sagen sie nein? Du musst dich wirklich vollkommen selber durchstarten, aber ich habe gehört, du hast noch coole Schwestern, oder? Ja. Also, ich sag's mal so. Ja gut, meine Familie ist natürlich nicht so in dieser Hip-Hop-Szene integriert. Die erwachsenen Eltern, nenne ich es mal, die natürlich überhaupt nicht. Schwestern und Brüder haben natürlich mehr Verständnis dafür. Ja, verstanden. Ich finde zwar nicht alle Texte gut, die ich mache, aber... Ja gut, das ist natürlich... Die verstehen nicht die, die nie in den Text drin, dass ja, das Gangster-Rap ist. Ja, das ist wie in einem Film. Wenn man in einem Film jemanden beleidigt, oder? Dann beschwächt da, ja, da kann ich dir nur zustimmen. Aber in der Musik dann ja, hey, aber Musik ist im... Ja, da hört der Spaß auf. Also das ist wie wenn man einem Kollegen Geld auslehnt, oder? Bei Geld hört halt Freundschaft einfach auf, oder? Was sagst du dazu, Amio? Wenn dich einer anfickt und weißt, was ich meine, dann ist es fertig, oder? Feierabend, oder? Ja, bis jetzt in meinem Leben hat mich einer angefickt. Und dann ist direkt im Spital gelandet. Ja, wie? Also mehrere Knochenbrüche im Fall, oder? Ja, Kieferbruch, Blut gespuckt gehabt. Ja, gut. Ja, hätte es eigentlich gar nicht können machen. Gut, das ist natürlich, also da muss ich ganz ehrlich sagen, da kann er ja froh sein, dass er so gut weggekommen ist, oder? Ja, ich weiß. Ja, ich glaube, er lebt noch. Ich bin mir nicht sicher. Ja, gut, da muss ich natürlich auch. Also, jetzt, wie gesagt, nein, da muss ich natürlich als krasser Interviewer natürlich auch sagen, riesen Respekt. Oder vor allem, Mio, er hat okay. Also. Ja, also, sehr guter Mensch. Ich mag ihn wirklich. Nein, ein menschlich war. Oder kann sehr ich, gut. Also, ich kann ihn wirklich auch sehr gern. Wenn ich den Code zurückgeben, ja, das. Merci. Vielleicht noch Instagram machen, dann kann man dich auch. Danke, das nehme ich immer wieder gerne auf als Kompliment. Du fühlst jetzt quasi den Interviewer. Also gut. Also du musst doch einfach mir Fragen stellen, was möglicherweise Fans interessieren. Ja, Code Red und Van Mio. Wer ist der Code Red? Der Kameramann ist auch drauf, oder? Oder was sagst du dazu, wenn der ist auch ein Mönchi, oder? Der Kameramann? Also der macht ja keinen Wank mehr, oder? Der ist völlig fest vor uns im Interview. Was sagst du dazu? Nein, jetzt sind wir natürlich also der King von Glarus. Wie gesagt, Jungs, wir müssen jetzt natürlich nicht... wir müssen auch keine neuen Sachen mehr anfangen. Wie siehst du dein Leben in 4, 25 Jahren? In 25 Jahren? Ja. In 25 Jahren? Ja. Tja. Da bin ich ein Opa in 25 Jahren. Gut, das war jetzt natürlich ein bisschen krass gefragt. Sagen wir mal, wie stellst du dein Leben vor in 5 bis 10 Jahren? 5 bis 10 Jahre. Natürlich, man stellt sich das Leben immer am optimalsten. Heißt, man stellt sich das Leben in 15 Jahren so vor, dass man eine Villa hat, eine Yacht. Unendlich Cash. Ja, da gebe ich dir recht. So stelle ich mir das etwa vor. Gut, das dann gönnt wahrscheinlich vergönnt 5 Jahre und ich kann es noch nicht. Aber Hauptsache ich komme weiter. Heisst ja nicht, wenn ich jetzt noch nicht eine Villa habe, dass ich nichts erreicht habe. Ich setze mir immer grosse Ziele, aber bin dann trotzdem zufrieden, wenn ich auch kleine schaffe. Hauptsache es geht vorwärts. Ja. Da muss ich sagen, da verstehe ich dich absolut. Da muss ich sagen, guten Mann. Jetzt, ja, wie gesagt, es ist halt nicht einfach, oder? Auch eben in der heutigen Zeit viel Scheiße passiert und dann müssen wir das halt durchkämpfen. Und ich bin froh, also ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich ihn kennengelernt habe. Der One Mio ist wirklich ja, ein ganz krasser Bruder angewachsen von mir. Und ich glaube, er denkt es etwa genauso, oder? Was meinst du dazu? Nicht. Ja, was meinst du dazu? Ist jetzt nicht gar mein Kollege, oder? Ja, nein, so weit wollen wir jetzt natürlich nicht gehen, aber weit wollen wir jetzt nicht gehen. Das ist ja, ganz also ich halte von denen nicht so viel. Ja, wir kennen uns ja auch gar nicht, denke ich. Ja, voll. Du sollst ja, nur Fragen stellen. Genau, das stimmt. Also, dann gehen wir zu der nächsten Frage. Wie sieht es mit Familie aus? Hast du schon etwas geplant oder hast du noch irgendwie auch schon mal etwas? Hast du noch Freundin oder bist du immer noch?
Ist das Schreiben wichtiger? Ist der Musik wichtiger als eine Frau? Oder wie sieht das aus? Was mir wichtiger ist, das ist scheißegal. Im Endeffekt habe ich eh beides. Da muss ich mir nicht entscheiden, was jetzt wichtiger ist. Ich kann Musik machen und ich kann auch Bitches ficken. Also, gut. Das gehört zusammen, oder? Gut, das ist jetzt natürlich eine kontroverse Aussage. Also, das war jetzt der erste Teil gewesen. Der zweite Teil, den machen wir dann noch? Ja, wenn ihr einen zweiten Teil wollt, schreiben Sie einen Kommentar. Aber ich wollte sicher einen zweiten Teil. Wo vielleicht ein bessere Fragen stellt. Das denke ich auch, dass Sie einen zweiten Teil wollen. Und schreibt unter das Video eure Fragen in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen... Okay, Cold Red und Hammer und in dem Fall, bis zum nächsten Teil, ne? Bis zum nächsten Mal, Peace. Ciao, ciao. Peace. One fucking year. Peace.